Hey, hey, GameCat hier. Willkommen zurück. Joa, ist eine Weile her und du meine Güte, ich konnte mich ja kaum vor Kommentaren retten, welchem Lager wir uns anschließen sollen. Nein, alles gut, du, ich verstehe das. Das ist ein uraltes Spiel. Du siehst vielleicht auch jetzt, irgendwie sieht es schon wieder anders aus. Das hat die Frau schon wieder gemacht. Ja, sie hat noch. Boah, ganz entspannt. Uiuiui. Sie hat noch was gefunden, was sie ändern kann. Und jetzt sieht es alles noch ein bisschen schicker aus. Ich meine, ja, gut, ich finde, ja. Beruhig dich, beruhig dich. Atmen nicht vergessen. So, warte mal. Ich hole dich mal ein bisschen näher ran. Das Outfit, ich finde das nicht so sexy, aber dafür sieht alles andere ziemlich super aus. Und man muss ja auch irgendwie Abzüge machen. So, entgegen des einzigen Vorschlags, ich solle mich der Sekte anschließen, muss ich sagen, nö, mache ich nicht. Aus dem einfachen Grund, ich meine, ja, ich habe vorher gesagt, ich mache alles, was du willst, aber es ist dann halt auch irgendwie die Entscheidung der Mehrheit und in dem Fall bin ich die Mehrheit. Nein, der einfache Grund ist, ich finde es ein bisschen sinnfrei. Also ich habe das in meinem letzten Playthrough, habe ich mich tatsächlich der Sekte angeschlossen und dachte mir so, boah, das wird bestimmt ziemlich cool, oder? Da wird es doch bestimmt den einen oder anderen Kommentar geben, ne? Spätestens wenn Spoiler Alert, Spoiler Alert. Aber so war es nicht. Und dann war ich irgendwie enttäuscht und dachte mir so, ja gut, dann halt nicht. Ja, Option 2 wäre, dass ich jetzt sage, okay, Kinder, ich muss gucken, es ist so lange her. Oh, ist das schön. Ja, du bist gut drauf. Option 2 wäre, ich mache das, was ich in der Regel für richtig halte, was dann das neue Lager wäre. Ja, kann man machen. Ach, warte mal, ich muss mal kurz nachdenken. Ist jetzt schon so lange her, dass ich gar nicht mehr genau weiß. Ich glaube, mit der Mod gab es eine Option, die Quicksave. Und es stürzt hat. Ich kann mich aber auch irren. Ansonsten speichern wir einfach. Wir haben es ja überall drüber, genau. Speichern wir einfach mal hier und dann drücke ich einfach mal wild. Warte mal, ich muss erstmal meinen FN-Log machen. Ja, ich weiß. Ich weiß, verwirrend, oder? Ach so, ja. So, jetzt müsste es gehen. Eins. Jo, funktioniert auf jeden Fall schon mal. Und du sagst mir, wenn du irgendwo siehst, dass da stand, Quick Save. Ah, guck, ja. Ja, ob es wirklich funktioniert, wenn ich jetzt sage, hier, mach mal laden. Okay, warte mal, müssen wir uns mal einen Millimeter woanders hinstecken. Mal, wir gucken mal da hin. Oh, guck mal hier, hast du den Sonnenstrahl gesehen? Hast du den Sonnenstrahl gesehen? So. Und wie sie sehen sie nichts. Aber, mal gucken, das war jetzt die normale Taste, wenn ich jetzt sage, Okay, also darüber könnte ich. Egal, also mit der Mod sollte das alles auch flüssiger laufen. Ja, gut, also das müsste vielleicht funktionieren. Müssen wir mal gucken. Man hat sich dann doch irgendwann an Quick Save gewöhnt, ne? Muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Warum? Warum in Innos Namen habe ich nicht vorher mich aufs Ohr gehauen? Kann mir das mal einer erklären? Nee, natürlich nicht. Also außer der Shuttle-Läufer hängt hier sonst noch irgendwer rum. Ich würde ja fast sagen, nö. Ich glaube, wir waren wirklich eigentlich auch so ziemlich überall. Stufe 10 ist schon mal gar nicht mal so schäbig. Was habe ich denn da? Ulwerts Lagerschuppen? Das habe ich nicht gemacht. Gehirn. Also wir waren da unten drin.
Wir haben den auch weggescheucht. Bin ich mir gerade nicht sicher. Warum steht hier eigentlich nicht mehr Aufnahme altes Lager? Ist das keine aktuelle? Was? Warum steht denn das hier nicht drin? Okay, whatever. Ja, bin ich jetzt gerade ein bisschen verwirrt, warum diese eine Quest da noch drin rumhängt, weil wir waren doch da drin. Und müssten doch... Naja, egal, wen interessiert's, da müsste ich ja... Oh, guck mal, wie schön das jetzt aussieht. Guck dir mal an, wie schön das aussieht. Oh, warum trage ich die nicht? Warum trage ich die nicht? Ach so, ja, logisch, weil Laris das nicht so witzig findet. Ich aber schon. Ah, oh, ich bin so glücklich gerade. Das ist einfach das Gothic Fever. Ha. Ja, stabiler bis zu einem bestimmten Punkt. Ja, ich habe es jetzt auch sehr herausgefordert. Aber gut. Genau. Ich habe jetzt immer noch die falsche Waffe. So, da haben wir es. Ich meine, vom Prinzip. Ja, du musst nicht. Es tut mir leid. Ich würde es aber tatsächlich gerne mal versuchen, mich mit einem Schattenläufer anzulegen. So, völlig ohne Rüstung. Warte mal, dann müssen wir ein bisschen weiter hier links. Müsste es da irgendwo hinten. Oder habe ich den. Habe ich den etwa schon. Ich mache mich mal bereit. Siehst du was? Ich sehe nichts. Doch, da humpelt's. Siehst du es? Ich sehe es humpeln. Das Problem ist, dass der uns halt er kann mich. Macht er, ne? Dann habe ich Problem. Ja, da geht's schon los. Yo. Okay. Ich würde es trotzdem gerne mal versuchen. Dann denke ich mal kurz nach. Also, ein Schlag können wir ertragen. Das ist ja schon mal besser als kein Schlag, nicht wahr? Logischerweise. Wenn es jetzt Tag wäre und die Bestie schläft, könnten wir uns gegebenenfalls... Komm schon! Nein! Okay, das war ein fettes Nein. Wir machen auch irgendwie dezent wenig Schaden. Nehmen wir mal so hin. Nehmen wir mal so hin. Wie mir auch sonst. Trotz allem sehr, 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 sehr viel platt gemacht. Genau. Sollten wir also mit leben. Warum muss hier alles haben liegen lassen, ne? Warum? Ja. Genau, also ich könnte halt auch sagen, ich mache das, was ich immer mache. Und zwar mich dem neuen Lager anschließen. Aber ich weiß es nicht. Ich glaube halt tatsächlich, wenn man sich das genauer anschaut, wie die Story verläuft, dass es so gesehen vorgesehen ist, dass man sich dem alten Lager anschließt. Und ich finde halt tatsächlich, dass, wenn man das tut, auch irgendwie die Story am schlüssigsten ist. Deswegen würde ich mich gerne dem alten Lager anschließen. Trotz allem bin ich noch nicht ganz bereit. Ich glaube zwar schon, dass wir irgendwie alles so weit abgegrast haben, was in diesem, ja, wenig bekleideten Zustand ratsam ist. Wobei, ratsam, wie interessiert schon ratsam. Oh, hallo! Chanukis!
ist schlecht für dich, ne? Bist tot. Genau, also es gibt halt ein Redesign mit dieser Mod in verschiedenen Bereichen, die alle irgendwie ein bisschen cool aussehen, wie ich finde. Ein bisschen cool ist gut, ne? Sehr, sehr cool. Und ich würde es einfach mal ausprobieren. Ich weiß, es ist auch irgendwie wieder eine Umstellung, so was soll das? Wieso waren hier noch. Wieso sind hier noch Gegner? Was habe ich denn hier gemacht? Voll gepennt oder was? Super, jetzt ist es auch schön Nacht. Das kann ich gut gebrauchen, weil man hier auch immer so viel sieht, wenn es dunkel ist. Naja. Gut, also wie gesagt, ich bin eigentlich noch nicht 100%... Hallo? Noch nicht hundertprozentig bereit. Eben, weil... Ich denke mir halt so auf der einen Seite, ja, du könntest jetzt schon einfach noch ein paar Aufnahmen machen. Also, wo du nicht dich einem Lager anschließt und dann einfach nochmal warten, in der Hoffnung, dass du dann mittlerweile ja, so viel Fame erreicht hast, dass es nicht mehr so völlig egal ist, den Leuten, wem ich mich anschließe, könnte ich machen. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, zurzeit bin ich in einer Phase in meinem Leben, wo ich die heilende Kraft eines Gothic-Spiels einfach sehr gut gebrauchen kann. Da glaubt man nicht, dass ich Schiss habe. Ja, das sieht ziemlich aus. So sieht es nämlich aus. Und guck, euer Alpha, der hat sich in die Hosen gepipiert. Das sehe ich von hier. Und es ist noch nicht mal hell. Peinlich, peinlich. Es waren drei, glaube ich. Eins, zwei. Also eigentlich waren das drei. Ja, na doch, guck mal. Der eine, du. Zeig, zeig. Sei nicht so. Was ich habe, habe ich. Was ich kriege, weiß ich nicht. So. Genau. Ja. Und wie gesagt, in dieser delikaten Phase. Warst du eben noch da? Ach, da bist du. Ja, komm. Komm. Lass mich nicht warten. Der überlegt sich auch so. Tja, nee, vielleicht. Ist ja jetzt eh, ne? Ist schon okay. Es wird dir verziehen. Upsala, falsche Taste. Was hat mir jetzt fast das Leben hier kostet? So, wir würden mal ganz kurz bei... Entschuldigung, ey. Bei Diego knacken gehen. So schön sagt die hippen Leute, ne? Die sagen das doch noch. Oder? Oder? weil es wird halt wieder so wahnsinnig dunkel, dass du eh nichts mehr siehst. Geht mir nicht viel anders. Aber ich müsste sonst in Post alles hoch skalieren. Also überhaupt nicht skalieren, da gibt es einen anderen Begriff für, aber der entzieht sich meinem Wortschatz. Oh, siehst du? Guck mal, da war eine LED. Sieht man das? Ja, doch, guck mal hier, ne? Das ist ein LED-Leister. So geupdatet ist das. Genau. Oh, ist das schön. Meine Güte. Also diese Mod, ne? Hier hört es nochmal richtig rein, aber so richtig. Hier haben wir schon wieder Gegner. Wo kommen die denn alle her? Ja, jetzt weiß ich's. Mein Gehirn hat erkannt, wir sind hier einmal noch nicht langgelaufen. Irgendwie haben wir das verpasst. Aber ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Entweder das oder die Mod hat mir mehr Gegner reingehauen. Was aber auch wiederum nicht sein kann, weil sonst... Auch in dem Bereich, wo wir vorher drin waren, wo der Schattenläufer drin ist, auch Monster gesehen haben. Also gehe ich echt davon aus, dass wir den Teil hier komplett übersehen haben. Und das ist peinlich. Wow. Das, obwohl wir schon so viel Zeit damit verbracht haben. Egal, wir gehen jetzt zu Diego und schlafen bei Diego. La 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 la. Guck mal, wie schön das aussieht. So schön. Genau, Torus hängt da immer noch rum. Diego, ich hab dich gesehen. Ich benutze mal dein Bett. Tschuk. Und einmal schlafen gehen. So. Wunderschön, frisch und knackig. So.
Genau, was ich natürlich auch wieder vergessen habe, mir ist schon klar, ich könnte auch einfach meine Folge angucken, aber wer macht denn das, seine eigenen Let's Plays anschauen? Nee. Genau, also wie immer gehe ich definitiv nicht auf Mana. Ich nix Magier, ich einfach nix Magier. Genau, habe jetzt aber einfach knallhart schon den Einhänder gemeistert. Genau, und war irgendwie auch kurz davor, mal Taschendiebstahl zu lernen, solche lustigen Sachen. Genau. Und wenn wir jetzt halt nochmal aufsteigen, was vielleicht ein bisschen schwierig wird, aber so, dann könnten wir das machen. Aber wie war das? Man muss erstmal schleichen lernen, ne? Wo sehe ich denn schleichen? Schleichen, ich habe gelernt. Akrobatik habe ich auch. Das heißt, jetzt können wir Taschendiebstahl lernen. Das würde ich gerne machen, weil das habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Schlösser knacken kann man auch lernen. Das tue ich doch so oder so. Naja, gut, whatever. Ja, und dann ist halt noch die Frage, ob wir ein bisschen Diego-mäßig einfach mal auf Geschick gehen wollen. Ist keine schlechte Sache. Punkt. Ja. Oh. Kann ich dich mal ansprechen? Wie stehst du beim Ansehen im Lager? Wie steht's mit meinem Ansehen im Lager? Ich habe mal mit ein paar Leuten geredet. Und? Skatty hat mir gesagt, er wäre gespannt, wie du gegen Kirgo abschneidest. Aber dass du gegen Karim gewonnen hast, hat ihn total von den Socken gehauen. Er hat gar nicht mehr aufgehört, von dir zu reden. Ich weiß. Whistler hat mir von der Sache mit Fisk erzählt. Also, ich an deiner Stelle wäre ja mit dem Erz durchgebrannt. Aber egal. Er hält jedenfalls große Stücke auf. Oh, ey. Sly hat mir erzählt, du hast Neck gefunden. Er wirkte sehr zufrieden. Fingers sagt, du hättest was gelernt. Er denkt, du wirst noch um einiges besser werden. Du hast es tatsächlich geschafft, Kalom das Rezept abzuluxen. Ich bin mindestens genauso beeindruckt wie Dexter. Ja. Torus sagt, so einen wie dich können wir brauchen. Das allein ist schon verdammt viel wert für dich. Du hast genug Leute gefunden, die für dich sprechen. Und die Prüfung des Vertrauens hast du auch bestanden. Geh zu Torus. Ich habe ihm schon alles erzählt. Mein Gott, sind wir episch. Hallo. Wir haben ja wirklich alles gemacht. Mach's gut. Alles gemacht, was überhaupt irgendwie geht. Genau, also soweit ich weiß, war Fingers auch derjenige, der jetzt erstmal beeindruckt ist, dass wir Schleichen gelernt haben. Ich habe auch vergessen, wie Schleichen geht, ehrlich gesagt. Aber da können wir gerne nochmal nachschauen. Tastatur. Schleichen. Aha. In seiner Haut will ich trotzdem. Hey! Was soll das Rumgeschleiche? Ist meine Sache. Such dir ein eigenes Hobby. Ja. Och, Leute, sieht das schön aus. Guck dir das mal an. Wenn wir hier noch nicht waren, also jedenfalls nicht in dem Maß, in dem wir hier hätten sein sollen. Wir haben auch einfach Erz wie Heu. Oh, wir sind so gut, ey. Das wird so schön mit uns. Ach so, ja, ab und zu immer mal wieder nebenbei speichern. Ach. Komm, ich bin mir nicht sicher, ob das nur im zweiten Teil so war oder auch hier, aber irgendwie gab es doch hier auch nochmal einen Zugang. Irgendwie war das hier, ich bin mir nicht mehr sicher. Genau, kannst du mal... Nee, doch, ja, nein, vielleicht. Ha! Was denn bitte? Siehst du, was ich sehe? Das ist Brustschwimmen. Aber du machst es mit dem Bein irgendwie nicht so richtig. Egal, also ich möchte es... Ja, genau, das ist, was ich eigentlich will. Genau, es geht nämlich hier doch auch nochmal rein. Und ich weiß nicht, ob wir da schon drin waren. Atmen, atmen, immer wichtig. Atmen ist super wichtig. Nie vergessen.